Süchchen und Hallöchen, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y Wonderlock Challenge. So, im letzten Part sind wir hier kurz vor dem legendären Pokémon angekommen. Und ich habe überlegt, mit wem ich jetzt in die Kämpfe gehe. Und ich habe entschlossen, das Ganze mit Zapdaran zu machen. Ich habe mal die nächste Arena nachgeguckt. Der Arena Cap, das höchste Pokémon Level ist 59. Das heißt, wir dürfen dann danach, wenn wir ein Pokémon fangen, bis 61 tauschen. Das heißt, was auch immer wir kriegen, es werden wir wahrscheinlich behalten dürfen. Außerdem ich dann noch dementsprechend leveln. Ich habe Flordelis nachgeguckt, weil ich jetzt... das V-Show hat wieder einen Abschlag von Steinhagel. Es hat nur Akrobatik und Turmkick. Ergo, ich kann da eigentlich problemlos mit Stuokles oder mit Altaria drinbleiben. Mit Altaria schlicht und einfach... Wenn ich da Fliegen einsetze, dann kommt jeder Turmkick ins Leere und Akrobatik... trotzdem Meter machen. Es kann nur Schwertrans. Aber wenn ich Watteschild mache, 2, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Also... gehen wir erstmal zu den Tiefenlehrspasten. Den Rest gucken wir da mal nach. Da ist das. Ist es hier? Ich komme kaum noch Luft. Hey! Ist dieses Kokon-ähnliche Ding dort das legendäre Pokémon? Es sieht nicht aus, als wäre es am Leben. Das geht euch überhaupt nichts an. Wer hat das gesagt? Wir hätten mit dieser Waffe bereits 99% der Energie des legendären Pokémon absorbiert. Aber wir sollten kein Risiko eingehen und sich jetzt aber diese Bäcker fertig machen. Oh nein! Sie wollen uns an den Kragen! Hilfe, ich will hier weg! Osana, wie ich schon in der Pokémon-Fabrik. Jolo, ich überlasse dich dir. Ich werde Sanna beschützen. Kümmert euch um diese fliehenden Rotznasen. Ich hätte diese Kinder nicht unterschätzen dürfen. Schließlich haben sie es bisher geschafft. Uns zu spalten war kein ausgefallener Trick, aber dennoch sehr nützlich. Dieses Mädchen hat was drauf. Nun gut, du denkst also, du kannst uns besiegen? Oh, ich kann sie nachher ansprechen. Glaubst du, dass uns alle leben, wenn wir glücklich werden können? Okay, ich darf inzwischen halt. Okay. Oh. Dann los, mein Freund. Cleopatra. Dynamo. Dynamo. Stark Prinzip. Ist mir egal, ich greife ohnehin normal an. Gib es ihm. Und da kommt der erste Boost. Nochmal Steigerung 7. Schlitzer. Aber das sollte ich nicht. Ja, Dynamo. Oh, das Ding nimmt mir so viel Druck von der Brust. Nochmal die Woche ein komplettes Zappel angedacht werden. Mit der Challenge oder generell etwas. Wir können sogar nicht viel machen. Denn ich habe einen. Doppelt geboosteten Hirscher! Du wirst nur einen Biss, ich hab die bessere Variante. Du brauchst aussehen mit dem Namen einen Hirscher, aber scheißegal, der beschlägt erstmal! Aber er schnüffelt nicht. Er schnüffelt! Reicht nicht ganz aus, aber der nächste Knirscher sollte das Ding umhauen. Oh, der wollte mich pullen, der wollte mich rausbrüllen! Und meine Boosts wegmachen mit dem Puller. Ich pack's ja noch, aber kann man mal nicht. Wer denn hätte nicht vorkommen können, war eigentlich was egal. Gut, ich bin einer hier gespart, wir sind 50 Zapplerang. Und ich werde wahrscheinlich für Delis versuchen, mit Altaria zu machen. Du versuchst ja nicht mal am Eis, den Schmerz zu verstehen. Oh doch, indem ich ihm in die Fresse haue! Ich meine, nein. Ein armer Kerl. Eigentlich würde ich gerne Altaria schon hochleveln. Es ist gegen Flordelis gewappnet und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil Altaria darf sowieso ein bisschen vorausleveln, damit wir in der nächsten Arena nicht machen können. Das wird dann zur Liga nachprobieren. Ultimative Waffe raubt die Kraft des legendären Pokémon. Das ist sehr gemein! Team Flair, Vorstand. Schlüssel! Einmal Schlüssel wird weg. Das ist leider gut, denn das Ding nervt mich gleich. Das Ding ist nicht alles wieder und kann auch Helden wechseln. Ich glaube, die nächste Arena wird eigentlich einfach. Ich habe die Arena mal angeschaut. Phoenix, das macht alles. Also Phoenix, das macht wirklich aus und alles in der Arena. Und dann bei dem Arena-Leiter. Das Hexbesacker, die Flammenwurf, das Fliege mit Flammenwurf sehr effektiv. Oder mit Psycho-Shotgun, glaube ich, ist das Speed-Down. Und das Aktien, das liegt auch mit Flammenwurf. Okay, das ist so Flammenwurf, wenn ich Flammenwurf gewinnen kann. Das ist doch blöd. Das ist ein Tesla, aber das wollte ich doch. Tja, da lacht Phoenix. Da lacht's drüber. Los, Phoenixes. Psycho-Shock! Hey.
Ja, klar. Alter, wir erreicht Level 50. Digga, der Robo wird für uns geopfert. Yeah, boy, was? Moment, das ist nicht gut. Dann haben wir weiter. Das muss aber schon gerne. Das braucht keine. Fennec, das braucht keine. Wahrscheinlich soll die Haltringe gerade ein bisschen. Mann, Mehltang, das ist auch so hinterher. Um Mundschutz glücklich zu werden, behalten wir effektiv sehr alles Geld für uns und ich werde auch Evil-Typer untertauschen. Das habe ich mir glaube ich schon geklärt. Und dann schluckt der Punkt. Magnaia! Ich werde erst warte selten damit zaubern, kann rein oder? Ich habe gut gegen uns recht. Warteschild! Lock this off! Meine Schande. Okay, ich hätte mal. Ich dachte, das wird nicht raus. Gut, das kann sie nicht verstehen, wenn ich über die Zwiebel hochziehen kann. Ja, kommt da rüber. Das ist mir egal, wenn ich kann. Aber wahrscheinlich werde ich nicht knacken. Bitte kann ich jetzt vor mich zu boosten. Ich wollte die Erfrüstung und Feldballern nicht so hoch wie ich so geworden. Alles gut, Helge. Das ist die alte Sperre, das finde ich schade. Ich bin über das, der liegt aber nicht. Na klar, hier wurde beruhigt, sagen wir, dass das Video rumfällt. Ich muss mein AP aufpassen. Ein Hundemann. Da ist der Hundemann, der lieber Riese. Und wenn wir das nur den Drachenpuls anhalten, dann kommt das Schmarrn. Ja, das ist nicht viel Schaden, was ich sagen und meine Karte ist gerade wirklich lustig. Oder das darf immerhin, dann machen wir aber fliegen. Das ist mein Problem. Ich fliege hoch empor. Die Alkosperre kannst du aufgeben, aber ich lasse Altaria drin. Wo ist das? Donk. Oh ja, das macht viel mehr Schaden. Boah, das könnte zum Drachen von zusammen beenden. Oh, da kommt ein Schmarrhatze. Ich hab ein bisschen Angst vor Crits. Ich bin vorhin zwar gefreut, dass ich so rumgekriegt hätte, das ist doch ätzend, aber das Garde soll ich eigentlich mit allem, was ich habe, irgendwie resist und die Zauber kann sehr wirklich nicht treffen. Das Ziel ist es, Mundschutz glücklich zu werden. Wisst ihr einfach nicht, dass wir unser Glück finden? Nein! Ja, boah, das ist eigentlich bald. Egal. Wir gehen die AP langsam aus und müssen mal aufpassen, dass mir das nicht passiert. Das mache ich jetzt am besten. Und ich nehme mal Äther auf Zauberschein. Hm. War das schon der dritte, ne? Oder? Ja, dann bist du der letzte. Wenn ihr glaubt, jetzt noch viel mehr beiträgt zu können, habt ihr euch geschnitten. Das will ich eh nicht, weil wir will das schon. Ihr habt fertige Anzüge. Und ja, ein Pokémon ist ein Golbat. Es gibt doch keine Fehler, das macht mich gar nichts, weil ich mich nicht mehr wieder werfen, weil ich mich nicht mehr wieder werfen. Warteschild! Wo warte ich? Das tut sogar weh. Das tut sogar weh, ey. Aber jetzt sind wir los. Ich bin nur ein Golbert. Also, aber das ist so schwach. Ich wollte mich überschätzen. Aber jetzt fliege ich erstmal, weil dann kann ich die Überreste noch mal eine Runde extra heilen. Die Akrobatik soll ich den Alten nicht haben lassen. Nee. Jetzt tank ich die sogar. Da hext der. Ich bin so gestört, ich mach mich auch gewohnt. Komm, ich wechsle auf Tatlerang. Ich muss jetzt doch ein bisschen zuhalten, weil jetzt noch ein Akrobatik trifft und trittet, dann ist mein Altaria tot. Und Altaria ist gleich traurig gegen Sordelis. Punkt. Wenn das ein Warteschild, das vielleicht sogar mit der Schacht 2 Infos hat, dann habe ich die Probleme. Dann kann ich also nichts mehr anhaben. Vielleicht etwas Leo. Das dauernd vergiftet, wie ich immer grundsätzlich substanziell immer vergiftet wurde. Wahrscheinlich war es schon. So, tschüss, Golbat. Wir hoffen wohl, ein Stück von unserem Kuchen des Erfolgs abzubekommen. Was? Oh, ich mag Kuchen. Nein, der Cake ist alive. Wie geht das mit Geld? Unmöglich, das kann einfach nicht wahr sein. Unmöglich! Er stattet mal Zapdorelis Bericht und ruft Verstärkung. Heilen, ich muss das mal heilen, ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen.
Ich werde einfach den Meisterball drauf werfen auf das Ding. Denkt die Maschine. Das Pokémon in der Form des Kipsen. Mal, liebe Tag wurde gefangen. Ja, ich habe es im Prinzip halt extra ruhig gemacht, mit der Musik reinhören zu lassen. Weil ich finde die genial und ich viel weiß nicht zu sagen. Neigt sich dann jedes Mal in den Ende zu. Zieht es sich anderen Lebewesen, in sich anderen Lebewesen in deren Energie. Weil ich sich zurück in den Kopf komme. Die Spitze dann geben? Nein, die nicht. Und dann Box 1 geschickt. Nein. Ja. Halt ihr mich, wobei. Sehr gut, jetzt können wir die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn-Schnitzel! Ja, sie können es nicht mehr einsetzen, gesagt wir. Das legendäre Pokémon möchte von sich aus mit dir befreundet sein. Ich werde einfach hoffen. Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich die Auserwählte bist. The Chosen One! Hallo, Shining One. Mein legendäres Pokémon siehst du auch ziemlich ausgepowert, Giebeltal. Ich leg in der Box. Willst du die Menschen um Hilfe bitten oder möchtest du ihnen deine Hilfe anbieten? Leg in der Box. Was? Was soll ich da aufmachen? Bist du das, Flaniges? Ach, das ist jetzt unwichtig. Du hast doch schon gegen Schätze verloren. Was soll das? Die ultimative Waffe wird mir zum Sieg verhelfen. Das legendäre Pokémon hat seine Kraft zurück. Jetzt muss ich es nur noch der ultimativen Waffe zukommen lassen. Ich hole mir jetzt das legendäre Pokémon zurück. Diesmal werde ich nicht verlieren. Ich bin die Einzigen, die Mega-Entwicklung erforscht haben. Auch ich besitze einen Mega-Ring und einen Mega-Stein. Genau, und das ist ein Garra. Das wäre wirklich ein Mega-Ring. So. Und ich gehe auf Battlefield. Jetzt heißt es kein Risiko, es geht auf Sword Dance. Es fängt genauso an, wie ich es gehofft habe. Aber ich habe schwer verteilt, ich habe einfach nicht bisher. Ich könnte nochmal Battlefield. Oh, der Turmkick geht daneben! Der Turmkick geht daneben! Oh mein Gott, habe ich ein Glück! So, wir sind jetzt plus auf plus 6 Verteidigung. Das macht gar nichts. Und fliegen. Ich komme super ganz, dass ein bisschen was hochhalten. Und er tötet sich selbst. Oh mein Gott, er tötet sich selbst die Überreste halt Altaria hoch. Das ging jetzt prima besser als erwartet. Hat jetzt 52. Noch mehr Flexe. Ich habe jetzt 600 Verteidigung. Pyroleo. Das ist das einzige Problem, finde ich. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nur fliegen, weil das macht mehr Schaden, wie ich vorhin gesehen habe. What? Ach, das war wieder... Oh, ein Crit! Aber ja, schneller. Die Schallwelle und fliegen. Wieder ein Crit! Ich muss ja wissen, wie viel das ohne Crit macht, weil ich will es nur ungern, nur sehr ungern auswechseln.
egal. Ja, ohne Crits überlebe ich das locker. Oder noch fliegen. Ich glaube, das Garados kann ich nämlich gar nicht. So, warte mal, eine Schallwelle. Nein, genau. Ich glaube, ich habe eine Schande, ich gehe jetzt sicher, kann man auch nochmal auf den Weg verdrehen. Dann sollte das GG sein. Ja, aber jetzt sind wir nach dem Leben schon kurz gestrickt jetzt. Dann fliegen wir nochmal hoch. Ich habe jetzt hoch und vor. Wobei mich Crit war, das ist knapp geworden. Mit dem Überreste heilen. Jetzt nochmal Absturz noch simulieren. Die Überreste auch nochmal als Heilung benutzen. Wie gesagt, das sollten wir alles mitnehmen. Mornchef kommt. Aber ich heile jetzt nochmal sicher. Aber wie gesagt, wenn jetzt wieder ein Crit kommt, ist Altaria weg mit Crit. Und das Ding brauche ich gerade. Ja, das will ich dann mit Stadtanak machen, aber ich will nicht mehr. Dann werfen wir wohl Crit-Chance. Da ist der Crit! Leute, das ist zum Teil, ich meine, hat er wohl Crit-Chance, aber das ist trotzdem richtig killer. Es muss nicht permanent, der muss nicht permanent critten. Boah, das ist so eine Dauerkriterei, das ist brutal. Chandida, Leute! Das macht natürlich nicht viel Schaden, aber es ist dauernd darin gequittet. Ich komme nicht zum Angriff. Mann! Ist das ein Witz? Ich brauche immer die ganzen Tränke, weil der nur am Quitten ist. Nummer 4! Nummer 4 in Folge! Ich hätte so einen guten Plan, aber das ist... Ich werde nur weggehetzt. Nummer 5! 5 Crits in Folge! Geht so weit, bis ich ihn mal wechsle. Wow, er hat mal nicht gekrittet. Ja, hurra. Ein Quiz ignoriert einfach auch die Boosts. So, reicht eins, reichen zwei Zauberteile. Ja. Und er könnte wieder. Boah, das war es trotzdem. 5 Crits in Folge. 5! Ich glaube, das ist gar nicht überraschend. Ich weiß aber nicht, was das letzte Mal war. Das hat... Naschweiß. Das hat Erdbeben. Ich weiß nicht, was es hat. Ich glaube, es hat sogar... Hat den Eisenbahn aber ein Problem. Weil so oft wie der Sprint... Ich weiß nicht, was er gekriegt hat. Ich weiß es. Aber 5-mal in Folge ist nicht mehr lustig. Wir wollen uns nicht gerade zum Zauber kommen. Dann könnte ich gleich mega, damit ich nicht tot geworden. Level ist nicht gleich auf, mein Level 53. Er im Sword of Drache, ich bin wirklich ein Drache. Du musst doch nicht anfangen, ich bin ein Drache. Überbrückung. Wutanfall. Okay, ich hab keine Idee. Boah, das macht trotz 6-facher Ding, macht das so viel Damage. Das macht Kopfschaden. Kopfschaden. Ich bin wieder fliegen zu gehen. Ich weiß, dass der Crit kommt, aber er ist verwirrt. So, die Frage ist, was macht er jetzt? Das ist doch verwirrt, das hat mich nicht gefällt. Komm. Ja, aber komm nochmal wieder ans Bein. Ich
würde lieber Bruder packen. Ich will Attacken nicht tun lassen. Einfach mit dem Runde im Jugend kann aber auch nicht gegen die Kerker doch machen. Ich würde hoffen, dass das irgendwie Welt steht. Ja, ich habe doch die Hexe auf, aber ich habe es gerade oft genug über die abbekommen. Und die Tarin irgendwie jetzt verlieren. Ja, natürlich! Du hättest erstmal das Ding genommen. Er hat es doch nicht schon schön aufgebraucht, den Kampf. Ich bin die Basis, ist dann Crit. Ich bin nämlich die Kritte des Altaren wegzuschalten. Er ist genockt in der Mutanfall. Ich frage mich, wie macht das Mildtank? Ich will das nicht riskieren, ich bin kein Spiel dabei. Aber das sollte eigentlich nicht mehr. Aber für den Bollenhelm vielleicht kann ich dann noch wieder schnell. Wir machen das jetzt mal. Ich krieg noch keinen Step und Mildtank. Boah! Leute, da war der Crit! Da war der Crit! Ich sag jetzt nichts dazu. Ich sag jetzt gar nichts dazu. Aber ich intuitiv richtig gewechselt. Komm, hau nicht selbst. Ich hab das mit krassen Hex. Ja, ich krieg dich hier, oder? Ich überleg das. Jetzt bin ich Wunderfall-Tank dann gleich gestärkt. Oh, ich bin sogar schneller. Mildtank! Oh Gott! Leute, ich hab grad... Ich zitter komplett. Gott, ich bin... ich war am Ende. Jetzt ist alles aus. Fantasielose Menschen ohne Visionen verpesten die Welt und beraubten sie jeden die Hoffnung. Die Geste passt so. Puh. Ich zähl bloß mal auf. Ich habe den Kampf 6 Crits abbekommen. Eine One-Turn-Confusion, wobei der beim ersten Mal gar nicht durchkam. Wobei, erstmal kam er noch locker durch. Es waren 9 Sachen, die mir einfach um die... Oder 8 Sachen, die mir um die Ecken vorgetragen sind. Also ich finde, man sollte immer teilen, auch wenn man wenig da ist. Selbst dieses Skill, um die Mega-Entwicklung auszulösen, das konntest du nur, weil dein Garados dich unterstützt hat, oder nicht? Nicht nur Garados, sondern auch deine anderen Pokémon. Und das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich glaube, das einzig Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Die einzige Zukunft, die ich für uns sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid, in der sich egoistische und dumme Menschen gegenseitig immer mehr wegnehmen. Dieses Gerät wurde ursprünglich entwickelt, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen. Mein Quachutsu, mein Kapels, mein Kilia, mein Wingull. Doch vor mehreren tausend Jahren beschloss der König, es in die ultimative Waffe umzuwandeln. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist worden war, zurück. Es steckt jedoch immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in mir. Gerade genug für einen letzten Einsatz. YOLO! YOLO! Und auch die anderen. Die ultimative Waffe hat, wie ich selbst, die Zeit ihrer Blüte überschritten und ohne dass Gewinn davon gemacht wurde. Aber zum Schluss werde ich euch die Kraft zeigen, die der ultimativen Waffe noch verblieben ist. YOLO, Sanna, nicht viel weg von hier!
Das ist ein ziemlich großes Loch. Das verstehe ich dann. Moment. Egal. Puh, zumindest seid ihr alle wohl auf. Wir wurden aber gut, dass die ganzen wirklich bewundernswert. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben die Sache heil überstanden. Tina, ist auch bei euch alles in Ordnung? Ja, es ist nichts passiert. Wir haben mit weiten Kräften den Pokémon geholfen, die an die Steine auf Route 110 gefunden waren. Das Kämpfen habe ich Alexine und Dex überlassen. Xena und Dex, wer soll das sein, ihr beiden? Wir sind die maskierten Helden. Macht dir keine Vorwürfe, Tierno. Wir haben alle unser Bestes gegeben, Team Flairs Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist nämlich gelungen, die Maschine im Flair-Board zu zerstören, mit der diese Schrift Frequenz der Hunde ausgekapert hatten. Dann ist die Sache mit Team Flair jetzt endlich mal vom Tisch, stimmt. Jetzt kann ich endlich wieder den Verfolgungen des Pokédex widmen. Boah, es ist der Spuk endlich vorüber, ja? Endlich kann unser Abenteuer weitergehen. Dann kehre ich jetzt erstmal nach Fluxia City zurück und setze für Gottes meine Reise fort. Oh mein Gott, Love Confession. Danke, Schnitzel. Ich habe großen Respekt vor deinem Können. Genau deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, dich irgendwann zu übertrumpfen. Oh, schade, keine Love Confession. Aber wir... Azet. Die ultimative Waffe. So viele Jahre sind vergangen, seit sie erschaffen wurde. Als zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostete sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Bauer hatte einen getreuen Gefährten, ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit ewigem Leben bedacht hatte. Doch die Missetaten des Mannes blieben dem Pokémon nicht verborgen. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seine eigenen Wege. Das brach dem Mann, der alles geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz. Die beiden trennte nun eine stärkere Macht als der Tod. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn er selbst war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt gewesen. Dieses traurige Schicksal erfordert das Einzige, was ihn noch mit seinem Pokémon verband. Wo mag es jetzt wohl sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Aber wir müssen noch etwas machen. Denn wir müssen noch etwas verwundert tauschen. Ich glaub's nicht, dass ich das machen muss. Und tatsächlich, wir haben Team Flair hinter uns. Ah, die Schweine haben uns zwei Pokémon gekostet. Ich hasse Mücken im Zimmer. Ah, und dann noch zwei, die ich wirklich gerne habe, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Das waren Hidden Ability Quatschutz und Kappels. Man hat schon mal Kappels. Obwohl, hat man beide eigentlich auch schon mal gespielt. Ich will nichts sagen, aber es ist trotzdem ärgerlich. So ein Interkoppeling herstellen, das dauert ein bisschen. Ich hoffe, dass das gleich machen wird. Ich will das noch verwundert haben, jetzt mach hinne. Ich hoffe, dass wir was Ordentliches dafür bekommen. Es sind Fehler aufgetreten. Oh Mann. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich kann den Handelserver dauern, dass ich dann online kommen kann. Macht es noch, wenn der Part länger dauert. Und wieder das andere 3DS. Und warum stehen jetzt noch neue Routen offen? Das heißt, wir können doch jetzt demnächst noch mehr Pokémon fangen. Das wird noch sehr interessant. Ja, wir haben aber leider nicht mehr allzu viele. Also wir haben jetzt, ich glaube, noch zwei Routen bis zum 8. Orden. Dann haben wir da noch eine Route. Danach geht es Richtung Siegestraße. Da hätten wir auch noch mal ein Pokémon, was wir fangen könnten. Ergo, wir haben es bald. Ich glaube, wir haben sogar noch drei Pokémon, die wir vor dem 8. Orden fangen können. Ich muss mal gucken, wie viele Routen das sind.
Und da gibt es eine kleine Höhle. Ich kann allerdings glaube ich nicht machen werde. Muss immer noch gucken, wie es in den Level steht. Ah, eine Verbindung wurde gehalten. Schön. Dann wollen wir tauschen nochmal. Ich kann sie glauben, aber du wirst es einfach mal vertauschen. Ist kein Aussetzer? Was für eine Lame-Attacke. So, was kriegen wir dafür? Ich hoffe, es ist kein Crab. Das wäre so mies, wenn ich jetzt dafür einfach irgendeinen Crab kriegen würde. Nehmen wir kriegen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Radfratz dafür. Das wäre... Oh, wow. Wollte ich gerade tauschen? Niemand gegen Radfratz. Oder noch besser ein Sonnenkern. Weil ich ja wieder ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe nebenbei gemerkt, nichts, was mir für die nächste Arena hält. Für den Wassertopf 4 habe ich glaube nicht viel. Habe ich gar nichts. Wobei doch der Pflatterang. Moment, ich habe Pflatterang. Ich hoffe mal, ein potenzielles Megas, zu dem wir auch den Stein haben. Ich würde Gengar und Apollo-Riesen feiern. Mega Gänge hat richtig drauf. Oh ja, und aus Shake is Beast aus England. Hat man den nicht schon mal? Ich habe das Gefühl, den Namen hat man schon mal gesehen. Egal, aus nach England gegen die Regale. Wir kriegen dafür. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir dafür kriegen. Hoppala. Baumfell hat man schon. Gibt was. Ist wohl wieder vertauscht. Das sehe ich nicht ein, dass ich für das mein Name ist Jet, mein Name ist Jet. Nein, das. Das wollte nicht die Jupp so aus, weil ich habe jetzt ein Panikon, ich habe ein paar Pinella, ich nehme jetzt nicht noch ein Baumpel. Vor allem nicht für Ibetal, das tut er dann richtig weh. Egal was sagt, das wäre nicht die Jupp so aus, das Ding wird wieder vertauscht. Und Level 6 ist es weit über der Arena Captain Spann. Naja, was wäre nicht die Jupp so aus? Kurz Moment, ich finde es wieder keine, aber das dauert ewig, bis man mal findet, das Gefühl. Mir fällt doch gerade nichts ein zu erzählen. Das ist momentan so ein bisschen. Warum wartet doch ewig? Das gibt's ja nicht. So. Oh Mann, müsste 16.02. liegen, weil du merkst. Oh, drei Tage gefallen mit Fate Source. Dann startet auch das neue Projekt. Wobei ich glaube, in diesem Part sehe, dass das Projekt schon gestartet. Ich glaube, ich krieg noch nicht viel dazu zu sagen. Ja, ich glaube, ich habe nämlich fast nicht mal einen Tag schon nicht fertig. Und aus Tottori, nach Japan, ich weiß nicht, wie heißt der Blitz, ja. Aus Japan und nach Tottori. Gucken, was wir von dem netten Herrn kriegen. Bin mal gespannt. Das wird hoffentlich besser sein als Wampel. Ein Azurill! Ich glaube, eine Fee. Aber ob ich benutze, fragwürdig. Dann geht das auf die Freundschaft. Gucken wir uns das Ding noch mal, weil ich glaube nicht, dass es über den Level-Top von 61 liegt. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Es ist Level 5 Kraftkoloss Sternenstab. Das ist gut. Das hat wenigstens einen Kraftkoloss. Ich weiß nicht, wie das Ding entwickelt. Azumarill wäre nicht schlecht. Azumarill würde ich sogar feiern, aber ich... Das warten wir erstmal, weil jetzt hat das Karrenpass dabei. Das passt auch. So, jetzt. Aber das war's erstmal. Pokémon zu der Wanderlauf Challenge. Nächstes Mal sehen wir uns in Fluxia City wieder. Werde ich nämlich danach zurückfliegen und dann gehen wir nämlich da weiter. Bis dann und ciao.